Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Adventure 1 hier bei Crush40Freak89 in der Tails Story. Wir haben im letzten Part schon die ersten beiden Stages, Windy Valley und Casinopolis durch, weil wir mussten ja mit Tails speedrunnen, da wir ja Wettrennen gegen andere Charaktere, wie in dem Fall gegen Sonic, bestreiten müssen. Tja, und so auch hier in der Ice Cap Zone. Die wird natürlich auch wieder kürzer, denn wir machen jetzt ein ganz besonderes Wettrennen, was mir am meisten gefällt. An der Stelle, die ich am liebsten mag in der Ice Cap Zone. Ihr werdet es gleich sehen. Yeah, die Snowboard Stage! Juhui! Boah, das funktioniert aber jetzt ein bisschen komisch, aber okay, das geht schon. Jetzt machen wir mal mit Tails auf Snowboard Action. Jetzt müssen wir aber schon hier die Abkürzungen nutzen, um gegen Sonic gewinnen zu können. Und eben vor ihm den Chaos Emerald zu bekommen. Ja, ja, ich sehe dich, Sonic, ich sehe dich. Und ich bin schneller als du. Brauchst gar nicht so blöd anzugeben, mein Freund. Ja, ja, ja. So. Okay. Wo ist jetzt bitte schön die Sprungschanze? Und lass dich bitte nicht aufhalten. Tails, lass dich nicht aufhalten. Juhu! Aha, da hat er schon eine Abkürzung erreicht. Yeah, Tails! Oh ne, da war wieder eine Sprungschanze, schade. Aber was soll's, die nächste hole ich mir auf jeden Fall. Ich versuche mich einfach durch nichts aufhalten zu lassen, da. Yeah, Tails, der Stunt-Profi. Ach, es ist so episch. Und hier! Es ist so geil. Also diese Stage gefällt mir wirklich, also dieser Abschnitt hier gefällt mir wirklich am allermeisten von allen. Aber Sonic ist direkt hinter uns. Aha, ja. Es ist also hier nicht leicht. Man könnte jetzt gewinnen oder verlieren. Das Ziel ist nicht mehr fern. Ja, wir nähern uns schon langsam dem Ziel. Das heißt, die nächste Sprungschanze muss ich auch erwischen wie die hier. Ah, warum muss ich da so blöd abdriften? Ich habe genau darauf hingezielt. Ah, das liegt daran, weil das Spiel manchmal ein bisschen zu verbuggt ist. Toll. Jetzt habe ich wieder den Weg nach oben nicht geschafft. Und leider machen wir nur entweder mit Sonic oder mit Tails diesen Abschnitt. Das ist zu schade. Ach, was soll's. Ja, Sonic hat einen Fehler gemacht. Der ist langsam geworden und wir haben es geschafft. You win again. Und da kommt der schon. Danke, Braust. Sorry. Ah, schade, die Sprungschanze nach oben hätte ich so gerne auch genutzt, weil da konnte man besonders viele erreichen und eine ganz besonders geile Abkürzung machen. Schade, die hätte ich so gern gemacht. Das ist wieder mal typisch. Es hat so verbuggt, dass ich da jetzt plötzlich in die falsche Richtung abgedriftet bin, obwohl ich direkt auf die Sprungschanze gezielt habe. Ihr habt es ja auch gemerkt. So. Gut, aber ich will mich jetzt nicht unnötig aufregen. Ah. Der Weg zum Altar des Master Emerald ist noch versperrt. Gut. Ja, wir müssen ohnehin jetzt einen anderen Weg einschlagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wohin genau. Vielleicht, okay, Tails, ich werde an deiner Stelle ein bisschen Speed aufnehmen. Oh Mann, wie der da rumglitscht. Ja, ja. Es sind halt die Spiele aus dem 19. Jahrhundert. Klar doch. Aus 1999. Also wir könnten hier wieder zu Station Square zurück. Moment mal, wir hatten einen grünen Chaos Emerald. Wir haben einen grünen Chaos Emerald bekommen, oder nicht? Das bedeutet nur eins. Wer war das? Mit blauen Beinen und dem roten Körper? Beginnt zum Wasserfall. Knuckles! Da ist er wieder. Hey, was geht? Knuckle Boy. Hey! What are you doing, Knuckles? Don't mess with me now. Just hand over the emeralds you have. Quick! No way, Knuckles! Na toll. Selbst bei Tails kennt er keine Gnade. Dieser Lappen vom Dienst. Hier, kriegst du mal einen Schwanz ab. Hehe, Zweideutigkeit for the win. Ja, er kann auch rolling. Er kann auch rollen. Aber wir können unsere Schwänze auspacken! Oh ja, jetzt schwebt er von uns zu. Natürlich. Hier. Ey, bleib doch mal stehen, du.
Okay, hier, Bams. Haha. Ungenietet mit Walzer-Attacke. Ich spiele so viele Pokémon, ich weiß. Oh, man. Diese Szene stimmt natürlich nicht. Hey, those are the Chaos Emeralds. You are so easily tricked. All I did was wait for you to bring it to me. What the heck is he talking about anyway? Don't you realize when you've been tricked? Tricked? No one makes a fool out of me. Way to go, Knucklehead. Mm-hmm. Four! Count 'em! Four emeralds! Ja, wir können 10, Eggman. I summon chaos! Come forth! Ah, Emeralds, frische Emeralds. Mit Vergnügen. Om nom 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 nom. Und schon wieder zum Wassermonster. Also zum. Oh no! It's changing again! We gotta stop this fast! Er ist eigentlich schon ein Wassermonster, aber. Ihr wisst, was ich meine. Er verwirrt jetzt halt wieder zum Fisch. Ähnlichem Monster. Oh, man. Also die Szene, die ihr jetzt gesehen habt, die sieht man jetzt halt aus Tails Sicht. Ich meine, die stimmt natürlich nicht mit überein. Nur die, die was man bei Sonic gesehen hat, die stimmt ganz genau. So, Chaos. Ey, wer wird denn gleich? So, komm mal her. Ich habe was Schönes für dich. Bams. So wird es nämlich auch im Ecaria ablaufen. Ihr werdet dann sehen, was ich meine. Nur die, was in der Sonic-Säure gelaufen sind, die stimmen ganz genau. So, was ist mit dir? Komm her. Komm her. Jawohl. Und jetzt. Bams. Jawohl. Ich dachte schon, ich hätte jetzt Schaden genommen, weil ich bin ja mit einem Flug einfach angebraust gekommen. Wir können einfach alles überfliegen, was der Typ macht. Aber was ist mit dir? Springt er raus wie ein Delfin, ey. Du bist aber kein Delfin, du bist noch nicht mal high, du bist nichts als ein kleiner Fisch. Als ein niedriger kleiner Fisch. Du hast dir keine Chance. Komm her, du möchtest gern high, na? Was ist mit dir? Los, komm her doch. Komm endlich raus, wenn du dich traust. Alter, das kann auch ewig so weitergehen. Na? Denn macht sich noch nicht mal Mühe, der Gute. So, jetzt komm doch endlich raus. Jawohl. Bams. Und tschüss. Ich dachte schon, das Spiel hat sich jetzt aufgehängt. Aber in Wirklichkeit war das jetzt nur der finale Schlag, der jetzt einfach provokant übersprungen wurde. Und erst beim Ergebnisbildschirm eingesetzt wurde. So, da kommt wieder die Szene mit dem Egg-Harrier. Genießt sie. Fühlt sie. Riecht sie. Schmeckt sie. Ja, ich gebe wieder einen totalen Schwachfu von mir ab. Ich merk's. Ich merk's, ja. Und mein Sessel knarzt. Eieiei. Ich muss mir bald einen besseren Sessel besorgen. Vor allem einen besseren Computertisch. Der, den ich habe, der ist schon crap. Behold my floating masterpiece, the Egg Carrier! But it pales in comparison to the power of chaos! Adieu, until we meet again, my friends! Hey, we can't let him get away! Let's get to my workshop and we'll take the tornado! Yeah! You guys go. I have some unfinished business to take care of.
No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Come on, let's get going. So, dann wollen wir mal wieder. Aber ich glaube nicht, dass wir den Tails-Tornado-Fluglevel noch einmal durchmachen werden. Ich glaube wirklich nicht, weil ich glaube, das wird diesmal nur als Cutscene dargestellt. Knuckles, bist du immer noch hier? Was ist? Hey, Knuckles. What's the matter? What are you waiting for? Ja, okay, wir gehen ja schon, wir gehen ja schon. Okay, dann auf zur Tails-Werkstatt. Werkstatt, ja. Und rein, doch. Sollen wir mal sehen, wie wir das aus Tails-Sicht betrachten können. Also ich hoffe jetzt echt nicht, dass wir jetzt die Tails-Fluglevels noch einmal machen werden. Ah. Jetzt sehen wir mal den Tornado aus nächster Nähe. Und schon wandelte er dann die ganze Klippe in ein Land... Er hat die ganze Klippe bereits in einem Lande... in eine Startrampe umgewandelt. Ich schon sagen, Landeplatz, ja. Landeplatz ist auch gleichzeitig. Ab geht das. Und? Kommt wieder ein Tails-Fluglevel? Ich glaub's ja nicht. Nee, oder? Müssen wir die ganzen Fluglevels noch einmal machen? Sieht ganz so aus. Nee, oder? Ich hoffe, die laufen hier wenigstens ein bisschen anders ab. Das gibt's aber nicht. Wollte mich eigentlich sowas von verarschen? Ich meine, ich wusste das nicht mehr, dass man jetzt die ganzen Fluglevels jetzt auch in der Tales-Story nochmal durchmachen muss. Das hat die Entwickler leider nicht so gut gelöst. Eieiei. So, bitteschön. Ballern wir halt wieder alles kurz und klein. Wahrscheinlich kommt da wieder der zweite, Tornado-Level noch einmal vor, möchte ich drauf wetten. Ja, sorry, bin jetzt ein bisschen müde. Es wird schon später Abend. Aber ich nehme da nur noch einen einzigen Part auf und dann wäre ich eh schon fertig. Einen einzigen Part zusätzlich zu dem hier, was ich gerade aufnehme am selben Tag. Wenigstens die Sonne ist super dargestellt. Das kann man schon sagen. So, kann ich endlich mal die Kanone aus dem Gefecht setzen? Natürlich nicht. Aber die hier. Na los. Alter, die sind doch schon markiert. Trotzdem feuert er nicht drauf. Bam. Ach. Ich meine, der Fluglevel hat schon Potenzial. Ich meine, der in Sonic Unleashed dagegen ist nichts. Ich kann echt nur sagen, Quicktime-Events, oh mein Gott. Ich meine, das bringt mir überhaupt, weil ich meine, ich bin kein Freund von solchen Quicktime-Events und da ist leider das Spiel voll davon. Auch selbst die PS2 Wii-Version, da ist es nicht ganz so hart, aber auf den HD-Versionen ist es Hardcore-Shit. So, hier. Ihr werdet alle abgeschossen. Da schaffe ich sogar diesmal ohne Schaden durchzukommen. Mal gucken, ob ich dieses Mal keinen einzigen Damage kriegen kann. Ah. Das hat sich erledigt. Mal wieder. Hier. So, dass ich deine ganze Kanone hier außer Gefecht setze. Ja. Und dann ballert er uns natürlich mit seiner gigantischen Kanone ab. Erkennen, Feuer, bam. Ausweichen, bumm, eieiei. Und schon ist der Flügel weg und wir stürzen ab. Eieiei. Da geht er down, da geht er down, der arme Tornado. So, jetzt muss ich endlich mal die richtige Position zum Sitzen finden. Ah, das nervt voll. Ich freue mich schon, mich diesen... Was für eine traurige Musik.
Tails erinnert sich daran zurück, wie er Sonic damals zum ersten Mal begegnet ist. Da gab es auch so eine Folge in Sonic X. Der wurde ja damals auch gehänselt aufgrund seines Wissens über Maschinen, trotz seines geringen Alters von 8 Jahren. Ja, und da traf er dann Sonic. Ihr müsst euch die Folge nochmal selber angucken. Wow, that dream brought back memories. I owe so much to Sonic. Sonic! Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. If I'm gonna get that egg carrier, I need to finish my prototype. It needs a Chaos Emerald to work. Looks like I'd better find one fast. Na denn? Dann wollen wir mal. Gehen wir den Emerald suchen. Naja, jetzt haben wir mal eine Rückblende zu Tails erster Begegnung mit Sonic gehabt. In Sonic X gab es ja auch so eine Szene mit einer in einer Folge, weil es ist ja klar, Sonic X spielt dann nämlich auch die Geschichten von Sonic Adventure 1, 2 und ein bisschen was von Sonic Battle nach. Zweiten Achtel der Serie, möchte ich meinen. So. Aber den Chaos Emerald finden wir nämlich in einem Spezialstage, wo wir kein Wettrennen bestreiten müssen. Aber nur wo? Wenn ich mich richtig erinnere. Seit sich das erste Team nicht gemeldet hat, wenn wir ein zweites Team aushalten. Ich habe einen Wagen repariert, das soll jetzt funktionieren. So, alle bereit, in einen Marsch durch den Dschungel. Wir müssen dazu den Dschungel betreten. Genau, der sagt es. Aber vorher wollte ich mal beim Wasserfall gucken, weil da... Richtig, da gab's doch was. Da gibt's doch ein verstecktes Chao-Ei. Irgendwo. Da gab's auch so ein geheimes Chao-Ei, ich weiß nicht wo. Das zieht sich wieder zusammen? Was? Ach ja, richtig. Da oben war doch eins. Ist aber schon wieder weg. Nee. Das, glaube ich, bekommt man nur in der Sonic-Story. Schade. Da gab es auf der Plattform auch so ein geheimes Chao-Ei. Aber nur genug damit. Machen wir uns auf in den Dschungel und benutzen wir dafür die Lore. Ich glaube, mit Sonic haben wir auch noch nie die Lore dafür verwendet. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht, ob man jetzt hier auch schon eine Fähigkeit für Tails findet. Welche das Weiterkommen erleichtert. Weil ich glaube, man bekommt auch nur eine einzige Fähigkeit mit Tails. Aber die erleichtert einen das Kämpfen. Oh, da ist ein Chaos Emerald. Was zur Hölle? Der Forscher hat ihn verschluckt. Hey, wait up. Stop. Hey, du blöder kleiner Frosch, gib den Chaos Emerald zurück. Naja, zuerst gucken wir uns mal hier beim Dschungel um. Ich habe das Gefühl, dass hier eine Fähigkeit für Tails verfügbar war. Vor allem an solchen Stellen, wo man mit Sonic vor normalerweise nicht hochkommt, weil mit Tails können wir jetzt hier alles überfliegen, praktisch. Naja, fast, weil er kann ja nicht so weit fliegen, der gute Tails. Da könnten wir vielleicht mal gucken. Wo war er denn bloß? Wo war denn bloß die Stelle? Ich glaube, irgendwo direkt beim Eingang. Da! Da war doch was. Bei diesem seltsamen Strandhäuschen. Also diesen kleinen Häuschen hier. Sieht aus wie ein... tropische Bar. Na, kommt man hier nicht hoch? Komm, Tails, streng dich ein bisschen an. Wozu kannst du denn da fliegen? Ey, halt dich doch mal irgendwo fest, ne? Gut, dann jetzt mal da rein in den Baumstumpf. Da glaube ich... Achso, da ist nur ein Emblem. Ja, okay. Hat sich erledigt, das war doch keine Fähigkeit. Gut, dann wollen wir versuchen, mal diesen Frosch zu jagen.
der uns den Chaos Emerald gestohlen hat. Wo ist der? Also in die Richtung schon mal nicht, nein. Wo war der nochmal? Ja, das ist das Problem. Wenn ich jetzt auf Erkundungstour gehen möchte, dann verliere ich wieder das Ziel aus den Augen. Ist ja wieder typisch ich. Ja, in den Dschungel, da ist auch wirklich ein ziemlicher Irrgarten. Jetzt sind wir wieder dort, ist doch nicht zu fassen. Ich bin im Kreis gelaufen, Mann. Der Dschungel ist auch wirklich ein extrem riesiger Irrgarten. Da kann man sich sehr leicht verirren. Aber auf solchen Wege hier war ja irgendwo Froggy zu sehen, der Frosch. Ja, ja, jetzt habe ich es gespoilert. Er heißt Froggy. Aber was er genau bringt... Na, das haben wir doch eigentlich eh schon mal gesehen. In einem der letzten Parts bei der Sonic Story. Ja, das hier ist wieder der Eingang. Meine Fresse, ey, ist das... Oh. Krass, ey. Na schön. Muss ich mir halt erstmal Überblick verschaffen. Und dann werde ich jetzt endlich mal sehen können, wo ich lang muss, damit ich wieder die Höhle finde, wohin dieser Frosch geflohen ist. Mit dem Chaos Emerald. Ist echt nicht zu fassen. Nein. Nee, auch nicht. Verdammte Kacke nochmal. Wo waren das? So viele Abzweigungen, ey. Ah, meine Fresse, ey. Auf solchen Wegen war doch irgendwo die Höhle. Oh, man. Aha, da sind wir schon wieder. Gott sei Dank. Okay. Wo ist der Frosch? Hallo? Ah, da oben ist doch was. So. Einfach mal das Knöpfchen drücken und schon müsste sich hier... Ja, das dann wieder zurückziehen. Dann mal los. Und schon landen wir in einer Special Stage, die Sand Hill. Auch so ein Art Sub-Game hier. Sand Hill Zone. Da rasen wir natürlich auch in ein Board durch bestimmte Tore. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bringt, diese Zahl. Ob das jetzt Ringe bringt oder was auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls rase ich einfach mal so durch die Tore durch. Ja, da bin ich ein bisschen zu langsam gewesen. Keine Ahnung, was die Combo bringt. Yeah. Und wieder Full Speed aufnehmen. Wow. Ja, vielleicht auch nicht ganz so viel Speed, so. Ich habe keine Ahnung, was die Tore bringen. Könnt ihr mir ruhig glauben. Ah, ja, toll. Da klitsche ich mich auch sogar schon hier durch. Ist das zu fassen, ey. Oh, man. So schwierig zu steuern. Wo diese Götzen hier angerollt kommen, das weiß ich natürlich auch nicht. So. 8. 9, schaffe ich eine 10. Ach, Mensch. Tails, lass ich doch nicht da so blöd aufhalten. Ah, da, also immer noch ein bisschen verbuggt ist das Ganze. So, diesmal aber wirklich. Wie ich es nicht schaffe. So. Ja, wahrscheinlich auch nur um Rekorde zu erreichen, Punktrekord zu erreichen. Ist halt so eine optionale Stage. Naja, nicht wirklich optional, weil die muss man ja machen in der Story. Das rote Licht. Was hat das mit uns vor? Gerade als wir den Frosch gefangen haben. Was geht hier ab? Oha. Das sieht aus wie eine antike Stadt. Und eine Fähigkeit, da ist sie. Das ist die Fähigkeit. Zumindest mal die erste, oder? Ich glaube, es kommt noch zwei. The rhythm badge. To do continuous tail attacks, hold the action button down. Was? Verfolgungsangriffe? Ach nein, wir können einfach jetzt die ganze Zeit rumwirbeln. Guck mal, wie der Tails da abgeht. Der danced voll. Yeah, dancing, dancing. Und kann alle Gegner mit sich mitnehmen. Yum, 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 yum. Tails breakdancing. Yeah, Tails the breakdancer. Und eine Kidna?
Ein Emerald kann jeden Traum wahr werden lassen. Falls es ihn gibt, möchte ich ihn haben. Ja, den gibt's natürlich. In Hülle und Fülle, es gibt 7 von ihnen. Gibt's ja auch ein verstecktes Emblem? Weil man kann hier nur ein einziges, man bleibt hier nur ein einziges Mal, man kehrt da nie wieder zurück mit der Tales, in der Tales Story bei dieser Stage. In diese Stage, diese Weltkarte hier. Jum, rauf da Tales. Ja. Okay, ich glaube, da gibt es nichts mehr zu sehen. Wollte mich nur mal ein bisschen umgucken hier. Hier kann man auch mit den ganzen Echidnas hier interagieren. Unglaublich, lauter Ameisenigel. Aus dem Weg, alle stehen bleiben! Sagen sie alle dasselbe? Hey, was ist mit dir? Hallo, ich will mit dir reden, Großer. Pass bloß auf, ich werde sie alle kriegen. Na, was wirst du kriegen? Mädels? Ja, mit der Einstellung bestimmt nicht. Greif an, wenn sie es am wenigsten erwarten. Ja klar. Unglaublich. Zuerst der Altar, brennende Altar des Master Emeralds und jetzt hier. Anscheinend ist es auch wieder eine Reise in die Vergangenheit, die wir gerade gemacht haben, oder eine Mission der Vergangenheit. Und ist das nicht das rote Echidna Girl von vorhin? Hello there, friend. How are you? What were you saying before? Huh. It's something my grandmother taught me. I'm never to forget it. It goes like this. The servers are the 7 chaos. Chaos is power, power enriched by the heart. The controller is the one that unifies the chaos. But I'm still not sure what it all means. But the number 7 is the same as the number of emeralds there are. Emeralds? Forgive me, but I don't think we've ever met before. I'm Tikal, and you are? Wir wollten uns gerade vorstellen. Was soll das? Tikal heißt sie also. Ja, ich bin natürlich weiß ich schon, wie sie heißt, aber ich will mal so tun, als wäre ich überrascht. Okay, das darf man wohl, auch wenn es nicht blind ist, bla bla bla. Oh, brecht euch nicht auf, okay? Immerhin haben wir den Frosch noch, trotz der Vision. Oh oh. Da kommt Big. Bum 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 bum, da trappelt er von uns zu. Ey! Erschreck uns nicht so. Oh nein, und da verlieren wir auch schon den Frosch. Autsch. Welcome in! Weird. Now where was I? Oh yeah, the Chaos Emerald. Perfect! This will get my Tornado 2 up and raring to go! Okay, anscheinend hat er den Chaos Emerald gerade noch ausgespuckt, bevor er wieder geflohen ist. Gut, dann können wir den Frosch ignorieren und die beiden von dann ziehen lassen. Dann können wir jetzt an unseren Tornado arbeiten. Ich wollte gerade... Oh. Ich dachte, ich müsste vor die Tür betreten, weil jetzt wollte ich den Part beenden. Na schön. So, here it goes. Emerald, do your stuff. Ready, Sonic? Here I come. Na denn? Oh, der Tornado sieht doch schon viel besser aus. Schade nur, dass sie den in den späteren Sonic Games nicht mehr eingesetzt haben. Nur noch der rote Original-Tornado. Irgendwie schade. Tornado 2, clear for takeoff. Away we go. Und da geht's auch schon los. Machen wir noch so eine Art Stage? Nein, eigentlich nicht. Hm.
Oh je, die nächste Sky Chaser und gleich direkt hinterher. Und da ist Sonic. Hat die Kapsel gar nicht aktiviert. Na schön, dann los geht das. Dann mache ich halt den Part etwas länger, was soll's. Sky Chase Act 2 noch einmal. Eigentlich wollte ich an der Stelle den Part beenden. Ja, okay. Ich nehme heute ohnehin noch einen letzten Part auf, den nächsten Part werde ich dann halt umso kürzer machen. Weil ein Part wollte ich ja noch in den heutigen Tag aufnehmen. So, geht alle down, ihr könnt mir gar nichts. Das hier ist der neue verbesserte Tornado. Ja. Ist aber eigentlich komisch, dass man auch mit Tails diese ganzen Tornado-Stages nochmal machen muss. Okay. Ich sollte mich halt nicht beschweren darüber. Wenn man meint... Obwohl, vielleicht hätte man das wirklich Sonic-Story exklusiv lassen sollen, weil... Kommt es dann sofort, wenn man ein dasselbe Spiel noch einmal spielen? Ich meine, so kam es dann auch bei der Blaze-Story in Sonic Rush vor. Ich meine, so könnte man auch annehmen, dass es in der Blaze-Story auch so abläuft. Aber dem ist ja nicht so, weil die Blaze-Story in Sonic Rush, die läuft ja wiederum ganz anders. Schon klar, macht ein und dieselben Stages in einer anderen Reihenfolge noch einmal. Aber wenigstens werden hier offene Fragen zur Story geklärt. Da haben sie es wenigstens gut gelöst als Ausgleich dafür. Dass ja die Stages wieder ziemlich gleich laufen werden. Okay, und jetzt glaube ich, baller ich hier ein bisschen weiter rum, weil ich habe das Gefühl, dass ich zu oft getroffen werde. Ach so. Okay. Kommen wir wieder zum selben Akt wie vorher. Diesmal aber mit mehr Energie. Ah nein, Moment. Da kommt dann vorher noch was. So. Wollen wir alle die Bomben aus dem Weg? So, und ihr auch. Wow, Vorsicht! Ballere alles auf deinen Weg ab und bleib in Bewegung. Bleib bloß in Bewegung. So, jetzt ballere ich ja den Eckery ein bisschen ab. Und du gehst auch da unten. Na toll, den eben nicht. Ja, die Zielmarkierung. Die Zielmarkierung ist auch nicht gleichzeitig die Markierung, zu der ich gerade hinschieße. Normal hinschieße. Nur die Gegner. Nur um die Gegner zu markieren, wenn man den Schussknopf gedrückt hält. So. Ach nein, wir sind immer noch hinter ihm. Boah. Die Bomben kommen gefährlich nahe. Aber wenn man weiter ballert, dann passiert einem nichts oder in Bewegung bleibt. So. Könnt mir gar nichts. Gib doch endlich auf, ihr. Jetzt muss ich mir kurz die Augen kratzen. Oh. Augen jucken, wie verrückt. Ich muss dann wirklich aufhören nach dem nächsten Part, den ich dann heute noch aufnehmen werde. So, die letzte große Phase. Jetzt einfach nur die Carrier-Kanone down machen. So. Wir schauen an, wie viel Energie der schon dazwischen verloren hat. Geht dann eh gleich down. Sobald er wieder aufmacht, kurz mal hinballern und... Das war's eh schon. Wie lame, ey. Die Energieleiste ist nicht mal voll aufgefüllt für den Bosskampf und... Ja. Schon ist sie wieder abgesunken und man weiß nicht genau, wie viel Schaden man insgesamt gemacht hat. Aber jedenfalls mehr als genug. Das wär's jedenfalls. Die Kanone ist außer Gefecht und wir sind wieder auf dem Egg Carrier. Das ging aber diesmal schnell, das waren gerade mal zwei Parts mit Tails. Tails, we gotta land on the Egg Carrier. Oops, we got a problem here. What now? A
I forgot to put in the landing gear. Whoa! Geht doch trotzdem gut. Was beklagst du dich denn noch? Wow, this thing is really huge. No time to gox on it. We gotta find Amy. You're right, pal. Let's get busy. Ja, aber das alles diesmal im nächsten Part. Ja, sorry. Dafür habt ihr wenigstens jetzt einen längeren Part wieder bekommen. Und ja, wir haben jetzt schon, glaube ich, schon die Hälfte von der Tales-Story durch, wenn nicht sogar schon mehr. Weil wir werden ja nicht alle Levels machen, die wir schon mit Sonic gemacht haben, weil wir haben ja zum Beispiel auch nicht den Emerald Coast gemacht. Also, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crash40Freak89, danke fürs Gucken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, wie schon gesagt. Falls ich es schon erwähnt habe, sorry, habe ich jetzt wieder vergessen. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute, und bis zum nächsten Part. Schaltet wieder ein, seid dabei.